Hallöchen, ich möchte euch heute ein schönes Spiel für zu Hause erklären. Gerade jetzt, wenn die Jahreszeit, wenn schnell dunkel ist und oft schlechtes Wetter, ist das ja vielleicht doch mal ganz nett. Deswegen gibt es heute das Becherspiel oder auch hier Blumentopfspiel. Ihr braucht dafür drei oder vier Blumentöpfe oder andere Becher, am besten mit Loch. Gerne festere. Ich habe nur Plastikbecher, also Plastikblumentöpfe, aber es gibt die auch, ich glaube, Keramik ist das oder so oder Ton. Die sind deutlich fester. Wichtig ist ein Loch unten, damit der Hund es ein bisschen besser erstmal riechen kann dadurch. Und ihr braucht eine richtig gute Motivations, ein richtig gutes Motivationsmittel, Leckerchen. Ich habe hier Fisch und ich habe auch noch ein bisschen Käse. Und die Hunde sind ziemlich motiviert, das habe ich schon gemerkt, weil die Liv hier nicht so gut warten mag. Die fiebt zwischendurch. Genau. So, und dann braucht ihr ein Startritual. Wichtig ist es, wenn ihr verschiedene Suchübungen mit eurem Hund macht und möchtet, dass er nicht durcheinander kommt, dass ihr für jede einzelne Übung das gleiche, ein unterschiedliches, aber dann für diese Übung immer das gleiche Startritual habt. Ich habe zum Beispiel bei Geruchssuche, also bei Schnüffelspielen hier, bei Gerüchen, jetzt geht es ja hier tatsächlich beim Leckerli auch um Gerüche, nehme ich gerne eine Decke, auf der sie Platz macht und habe eben immer die gleiche Decke und immer das Platz und sie positioniert, ich habe sie auch tatsächlich immer links von mir positioniert. Das ist unser Start. So, weil ich nur Plastikbecher habe, werde ich mir die gleich zwischen die Beine hier stecken, damit sie ein bisschen mehr Halt haben, sonst rakelt die Lifty die auch tatsächlich total durch die Gegend. Und ich möchte natürlich, dass sie eine Anzeige macht und es nicht quer durch den Raum wirft und sich selbst ihr Leckerchen holt. So, die Lifty hat jetzt schon viel Anzeigeverhalten trainiert und schon viel Nasentarget. Das heißt, wir haben das angefangen zu trainieren und sie hat relativ schnell ein Nasentarget auf dem richtigen gemacht. Wenn euer Hund sowas aber noch gar nicht kann, dann nennt sich das erstmal natürliche Anzeige und er macht das, was ihm vielleicht gut liegt oder was er sehr gerne macht. Und das kann alles sein. Das kann ein Schwanzwedeln sein, das kann bellen sein, das kann kratzen sein. Und ganz, ganz, ganz viel anderes. Manche Hunde fahren auch nur minimal kurz und bewegen sich dann schon wieder woanders hin. Das heißt, ihr müsst am Anfang ganz besonders gut aufpassen, was euer Hund macht. Vielleicht filmt ihr euch, dann könnt ihr es euch hinterher nochmal anschauen. Und es wäre sehr schade, wenn ihr die ersten Anzeigen überseht, weil es sein kann, dass der Hund danach vielleicht ein bisschen frustriert ist, weil er eigentlich das Richtige gesagt und gezeigt hat, es aber nicht wahrgenommen wurde. Also versucht möglichst gut aufzupassen. Wenn es nicht so richtig klappt am Anfang, ups, der kleine Junge umgefallen da hinten. Oh Lenny, alles gut. Wenn es nicht so gut klappt am Anfang oder generell, wenn der Hund irgendwie nicht so richtig mitmachen mag, kann es sein, dass ihr noch bessere Leckerlis oder noch besser riechende Dinge braucht, damit der Hund ein bisschen motivierter ist. So, ihr werdet unter jedem Pott so tun, als würdet ihr was verstecken, aber ihr versteckt nur unter einem was. Und sobald der Hund am richtigen eine Anzeige macht, und es ist erstmal nicht ganz klar, wie die aussieht, hebt ihr den Pott hoch und er darf sich das Leckerli holen. Das ist der erste Schritt und das machen wir jetzt. So, ich belohne die Liv mal fürs Warten, weil ihr das wirklich schwer fällt hier mit den guten Keksen. Und die Joy auch so. Und jetzt tun wir so, als würden wir unter alles was legen. Und legen nur unter den mir entferntesten was. Okay, so. Prima. Super, Liv. Geh mal auf die Decke. Auf die Decke. Prima. So, jetzt liegt er bei mir am nächsten. Okay, such. Immer schauen, dass ihr alle Positionen möglichst gleich oft hier verwendet und nicht eine zu oft hintereinander, möglichst gar nicht hintereinander die gleiche. Okay, so. Super. Prima. Und der Hund kann das am Anfang ruhig sehen, was ihr tut. Und irgendwann könnt ihr ihn zum Beispiel mit ein, zwei Leckerlis ablenken. Dass ihr es in der Zeit, wo er auf der anderen Seite was frisst, versteckt, sodass er das dann nicht mehr sieht. Okay, so. Top. Oh, da war
aber gar nichts, Liv. Jetzt habe ich selber nicht aufgepasst, gut hier. Fehler von mir. So, einmal schnell belohnen. Prima. So. Jetzt war es nämlich hier. So, sie hat jetzt den mittleren falsch angezeigt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich es da jetzt nicht verstecke. Ich habe es jetzt bei dem gelassen, der mir am nächsten ist. Okay, so. Top, prima. So, also auch der Mensch muss gut aufpassen. Super. So, Liv, komm mal her. Geh mal auf die Decke. Platz. So, ich lasse sie jetzt ein bisschen abgelenkt sein. Okay, so. Decke, Liv, Decke, so. Sie hat jetzt das Falsche wieder angezeigt, deswegen lasse ich sie jetzt einen kleinen Moment länger warten, bevor sie wieder darf. Okay, so. Top, prima. So, Liv, Decke. Bleib. Und wenn man vier Pötte hätte, könnte man tatsächlich ein bisschen mehr noch variieren, weil ich habe hier nur links, also für Sie gesehen links, Mitte, rechts. Und so hätte man eben einfach eine Position mehr. Das wäre ein bisschen schöner, aber haben wir jetzt nicht. So, diesen machen wir hier. Okay, so. Top, prima. Prima. Gut, guck mal hier. Decke. Platz. So, einmal die Joy belohnen. Okay, so. Top. So, jetzt muss ich gut aufpassen, dass ich mir auch merke, wo ich die letzten Male hatte. Das habe ich mir nämlich gerade nicht gut gemerkt beim Erklären zwischendurch. Lift, Decke. Platz. Da muss ich jetzt gut darauf achten, dass ich nicht zu oft ins Gleiche lege. Okay, so. Top, prima. Super. So, jetzt hat der Hund die Anzeige schon gut gelernt. Ihr habt mehrere Wiederholungen, er macht wenig Fehler. Ihr habt das Gefühl, er hat ein bisschen verstanden, worum es geht. Liv, guck mal hier, Decke. Platz. Platz. Dann könnt ihr anfangen, dass ihr auch eine gewünschte Anzeige, ein gewünschtes Anzeigeverhalten trainiert. Zum Beispiel Platz. Ich nehme jetzt einfach mal Platz. Das heißt, bevor ihr jetzt das Leckerli freigebt, sagt ihr, wenn der Hund am richtigen Topf die Anzeige macht, sagt ihr Platz. Und sobald er liegt, hebt ihr den Deckel, den Topf hoch und er darf sich das Leckerli holen. So. Oh, sorry, Joy. Jetzt habe ich hier Joy angetäuscht. Jetzt muss ich auch mal was kriegen. So. Okay, so. Lip, auf die Decke, Platz. So, ich glaube, ich habe tatsächlich die Mitte jetzt zu lange nicht benutzt. Okay, so. Schieße. Ich habe nicht gut aufgepasst. Sie hat es verrückt. Also stabil und dass es nicht zu verrücken ist, ist besser. So, Liv, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen besser trainieren. Also ihr seht, auch mir passieren hier Fehler. Oh, gut, Linus. Okay, so. Platz. Prima. Ganz wichtig, startet euren Hund übrigens nicht, wenn er schon in die Richtung guckt, nach Möglichkeit. Sonst könnte es sein, dass er lernt, dahin zu laufen, wo er gerade hinguckt. Deswegen lasse ich sie nach Möglichkeit, und es kann mir auch passieren, dass ich es mal falsch mache, vor allem, wenn ich nebenbei rede, lasse ich sie nach Möglichkeit starten, wenn sie mich anguckt. Okay, so. Platz. Super. Prima. Platz. So, wenn ihr das jetzt eine ganze Zeit wiederholen würdet, würde der Hund irgendwann
sehr, wenn es von der Abfolge und so wirklich passt, würde der Hund irgendwann von alleine am richtigen, kurz wahrscheinlich die Nase noch dran machen, weil Lüft das jetzt oft belohnt bekommen hat, und dann ins Platz. Und dann würdet ihr eben keinen Platz, ich komme sofort, und dann würdet ihr eben keinen Platz mehr sagen müssen, sondern ihr wartet, bis der Hund selbst liegt. Und dafür habe ich jetzt zu wenig Wiederholung gemacht. Ja, das war das Becherspiel. Mein kleiner Sohn wird jetzt ungeduldig. Der kann übrigens jetzt sitzen. Deswegen muss ich mal ein bisschen mit aufpassen. Genau, das war das Becherspiel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Trainieren. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Das, was wichtig war, haben wir gesagt. Schön immer die Positionen verändern. Nie zu oft das Gleiche, nach Möglichkeit gar nicht hintereinander das Gleiche. Gutes Motivationsmittel und vielleicht festere nehmen. Das ist ein bisschen einfacher. Startposition oder Startritual immer gleich für die eine Aufgabe. Ich wünsche euch viel Spaß. Macht's gut. Tschüss.